gehören. Und wir sind stolz darauf, nicht, dass wir zu den abgeirrten Gruppen gehören, die jeder so ihre eigene Religion zusammengebastelt haben und zum Schluss sagen, dass sie Muslime sind. Nein, unser Buch ist der Koran und die Sunna. Und nichts anderes, liebe Geschwister, ist der Weg der Rechtleitung außer diese beiden Bücher. Allah Azza wa Jal hat Isa a.s. emporgehoben, Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der nicht gestorben ist. Sondern er wurde zu Allah was? Emporgehoben. Und er wird zurückgeschickt. Jesus kommt zurück. Aber nicht mit einem Kreuz. Sondern er wird das Kreuz brechen. Und das Schwein töten. Und er wird ein muslimischer Führer sein, der die Muslime zum Guten führt. Und er wird den Dajjal, den Antichristen, er wird ihn töten. Kaum kommt er an, fragt er, wo ist der Dajjal? Ich habe einen Auftrag. Allahu Akbar. Das ist die Aufgabe von Isa alayhi salam, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, إِذْ قَالَ اللَّهِ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Als Allah sagte, O Isa, O Jesus, ich werde dich nunmehr abberufen. Das heißt, ich werde dich in einem Zustand, wie die meisten Tafsir-Gelehrten sagen, in einem Zustand des Schlafes versetzen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen. Und diejenigen, die dir folgen bis zum Tag der Auferstehung, über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Allahu Akbar. Das sind die Worte von Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, er hat ihn gereinigt von denjenigen, die behauptet haben, er hätte das und jenes gemacht. Ey wallahi, das ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Deswegen dürfen wir unsere Augen nicht zumachen und wir sollten verstehen, was die neue Aufgabe von Isa a.s. ist. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Isa ibn Maryam wird bei dem weißen Minarett östlich von Damaskus, wo ist Damaskus? In Syrien. Östlich von Damaskus herabsteigen. Er wird zwei bräunliche, vielleicht sogar beige Roben tragen, Kleider, zwei Kleider und einen leichten Duft von Parfüm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, mit welcher Kleidungsfarbe Isa sogar zurückkommt. Allahu Akbar, was ist das für eine Religion? Isa kommt zurück und er wird etwas anziehen, was eine beige Farbe hat, liebe Geschwister, was seine Schönheit hervorheben wird. Und wie schön war Isa, alaihi salam. Er wird einen leichten Duft von Parfüm haben. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird seine Hände auf die Flügel zweier Engel legen. Wenn er seinen Kopf bewegt, wird Wasser von ihm heruntertropfen und wenn er seinen Kopf erhebt, werden Perlen von ihm abfallen. Allahu Akbar. Werden Perlen von seinem Gesicht abfallen, liebe Geschwister. Und er sagt weiter, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeder Kafir, bedeutet der nicht Muslim ist, der den Geruch von Isa riecht, wird sterben. Jeder Ungläubige, der den Geruch von Isa riecht, wird sterben. Isa ist ganz klar, wie er auch vorher im Leben Muslim war, auch als Muslim zurückgekommen, liebe Geschwister. Und subhanallah, wisst ihr, dass dieses Gebäude, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat, dass er auf einem weißen Minarett herabkommt, dieses stand zu der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch gar nicht. Die Stadt gab es gar nicht zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber jetzt gibt es eine Masjid, die hat dieses weiße Minarett. Das ist die Masjid von Bani Umayyah. Dieses steht da. Und subhanallah, es wird so passieren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Denn er redet nicht von sich aus, sondern er hat eine Offenbarung von seinem Herrn. Fragen wir uns, warum kommt ausgerechnet Isa, Jesus, auf die Welt zurück und nicht ein anderer Prophet? Warum kommt nicht Suleiman zurück? Warum kommt nicht Moses zurück? Warum kommt nicht Abraham zurück? Es gibt Gründe hierfür, liebe Geschwister. Erstmal, um die Juden zu widerlegen, die behauptet haben, dass sie Isa getötet haben. Sie haben gesagt, wir haben Isa getötet. Schaut mal die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Gewiss sagen die Juden, wir haben doch den Sohn von Messias getötet. Allah sagt hier eine klare Antwort. Allah Azza wa Jal sagt, weder haben sie ihn getötet, noch gekreuzigt. Was will man uns heute erzählen, dass Isa a.s. was?
gekreuzigt wurde. Die Christen selber sagen, derjenige, der am Brett hängt oder derjenige, der am Brett getötet wurde, ist verflucht. Nach ihrer Ansicht ist Jesus verflucht. Wie kann das sein? Allah sagt doch, weder haben sie ihn getötet, noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur etwas Ähnliches. Allah hat eine Person Ähnlichkeit gegeben wie Isa a.s. und sie dachten, das wäre er. Und gewiss diejenigen, die über ihn streiten, sind doch im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen. Sie haben kein Wissen davon. Sie folgen nur Vermutung und sie haben ihn gewiss nicht getötet. Eine Antwort. Deswegen kommt Isa a.s. eine Antwort auf die Lüge der Juden. Und eine Antwort auf die Lüge der Christen. Denn sie haben behauptet, dass Isa der Sohn von Allah subhanahu wa ta'ala ist, liebe Geschwister. Und wie schwer ist diese Aussage, dass man einen Diener Allahs, den er einzig und alleine erschaffen hat, zu etwas macht, was ihm nicht gebührt. In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahman ya'bada. Jeder, der zwischen Himmel und Erde ist, wird zum Allerbarmer nicht anders zurückkehren, außer als Diener. Ob der gewaltigste Engel, der gewaltigste Prophet und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der gewaltigste aller Propheten, er wird nur als Diener zurückkehren. Denn niemand kriegt die Stellung von Allah. Qul huwallahu ahad. Allah ist ein einziger. Wir haben nicht eine Teilung, 2 durch 4 und 4 durch 6 und die Wurzel von 5. Wir haben sowas nicht in unserer Religion. Und man versteht das nicht. Allah prägt uns ein schönes Beispiel im Koran. Er sagt uns, liebe Geschwister, wenn es mehrere Götter geben würde, wenn es 2 Götter geben würde, dann würden doch die Himmel und die Erde ineinander zusammenbrechen. Ein Gott will das und ein Gott will das. Subhanallah, hier schaut mal, auf dieser Welt gibt es keine 2 Verteidigungsminister. Es gibt immer nur ein, das verstehen sie in dieser Welt. Aber die Dimension, Allah gehört das höchste Beispiel, hier haben sie Probleme, das zu verstehen. Möge Allah diese Menschen recht leiten. Und der dritte Grund, warum Allah Isa a.s. ausgerechnet zurückschickt, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet von Isa erhört. Wisst ihr, was das Bittgebet von Isa a.s. war? Es gibt eine Ayah im Koran in Surah Al-Fath. Das ist die letzte Ayah. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعُوا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجُودًا. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und diejenigen, die mit ihm sind, sind hart gegen die Kuffar. Das natürlich in bestimmten Situationen. Nicht, wenn man miteinander lebt und nebeneinander lebt, sondern wenn man sich im Krieg begegnet. Sie sind hart gegen die Kuffar, aber barmherzig untereinander. Barmherzig untereinander. Und du siehst das, ob ein Muslim die Religion verstanden hat, ob er dir das Gefühl der Barmherzigkeit gibt. Wenn nicht, dann seid ihr sicher, er hat die Religion nicht verstanden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, du siehst sie, dass sie sich verbeugen vor ihrem Herrn und niederwerfen vor ihrem Herrn. Sie streben die Gunst von Allah an. Wer ist hier gemeint? Die Sahaba. Du siehst sie. Sie beugen sich vor Allah und sie werfen sich nieder vor Allah und sie streben die Gunst von Allah und sein Wohlgefallen an. Ihre Merkmale sind in ihren Gesichtern von der Niederwerfungsstelle. Dies ist ihr Beispiel in At-Taurat, in diesem Buch, sowie auch im Evangelium. Das bedeutet, ihr Beispiel findet man wieder von den Sahaben wo? In der Taurat, das heißt im Buch von Musa und in Al-Injil, im Buch von Jesus. Und als Jesus a.s. dieses Buch gelesen hat, und Jesus hatte beides, er hatte die Taurat und das Injil. Er hatte die Tora und das Injil. Und Jesus hat sich an die Tora gehalten. Jesus hat sich an die Tora gehalten und er hat auch das Injil gehabt, das Evangelium. Als Isa a.s. das Beispiel der Sahaba gelesen hat, wie Allah azza wa jal sie geehrt hat, da hat er Allah gebeten, dass er sie von ihm macht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, Isa a.s., Jesus von dieser Nation, von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht. Allahu Akbar. Hat Allah nicht sein Bittgebet gehört? Denn wenn Jesus zurückkommt auf diese Welt, wem wird er folgen? Dem Gesetz von? Na? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hat Allah nicht sein Bittgebet erfüllt? Ey Allah. Allah hat sein Bittgebet erfüllt, liebe Geschwister. Denn er wollte so gerne zu der Umma Muhammad. Denn diese gewaltigen und gläubigen Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam,
wurden schon in den vorigen Büchern erwähnt. Und wie wenig wissen wir über diese Sahaba? Robert De Niro, Sloan Shiro, Ronaldinho, Bonaldinho, Detlef Hoven, Dieter Schollen, A'udhu Billah, wer sind diese Leute? Halte dich an deine Vorbilder, mit denen Allah zufrieden war, und er war so zufrieden mit ihnen, dass er sie in den anderen Büchern erwähnt hat. Natürlich hat man hier ein Symbol aus Jesus gemacht. Was sehen wir? Sie haben ein Kreuz und darauf ist wer? Wer soll das sein? Ja, ist doch nicht Bon Jovi. Das ist Jesus, den sie darauf machen, auf diesem Kreuz. Mit anderen Worten, sie sagen, er wurde was? Gekreuzigt. Was sagt Allah? Was sagt Allah im Koran? وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا. Sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt. Also wen sollen wir jetzt glauben? Allah oder einem Geschöpf? Wir glauben Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Denn, wallahi, eine Sache ist merkwürdig. Wenn sie doch sagen, Jesus war ein Gott, lässt sich ein Gott kreuzigen? Frage. Der muss schwacher Gott sein. Der muss ein bisschen Kung Fu lernen. Nächste Frage. Wenn Jesus ein Gott war, kommt er dann aus dem Geschlechtsteil einer Frau heraus? Und braucht er die Muttermilch? Und muss ein Gott auf Toilette gehen? Und kann ein Gott sich nicht wehren gegen ein paar Soldaten, die ihn kreuzigen wollen? Fragen, die berechtigt sind, oder liebe Geschwister? Und wallahi, wo soll denn die Wahrheit sein? Wer unser Gott? Unser Gott ist der Stärkste. Unser Gott ist der Mächtigste. Unser Gott, Allah, ist derjenige, der zu einer Sache sagt, sei und so wird sie und nichts ändert sich bei dieser Sache. Das ist unsere Vorstellung von einem Ilah, von Gott. Walhamdulillah sind wir Muslime. Aber dass wir einen Gott haben, der zwischendurch mal schwächelt und nicht etwas sieht oder nicht etwas bemerkt, da sollte man sich fragen, ob man die richtige Religion gewählt hat. Und wir haben einen Vorschlag, werdet Muslime und rettet euch vor dem Höllenfeuer, so wie wir uns auch vor dem Höllenfeuer retten wollen. Denn wir lieben für uns das Beste und wir lieben auch für die anderen Menschen das Beste. Und wallahi, wir lieben nicht das Schlechteste für sie. Wo sonst sollte unser Interesse daran sein, die Wahrheit zu verkünden? Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu.